Hallo und willkommen zurück zu Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse. Und beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir spielen wieder unseren Hauptcharakter, dessen Namen ich vergessen habe. Kushiro, stimmt ja. Nachdem das letzte Kapitel mich überhaupt nicht gefrustet hat, und sehen wir uns natürlich wieder mit meinem absoluten Favorite-Charakter dabei. Oh gosh, meine Fresse. Ja, keine Ahnung. Steuerung, hast du nicht gesehen irgendwie. Was ist denn unsere Aufgabe? Wir kommen übrigens nah dran. Ich schätze mal so 6 Parts. Wir kommen ans Finale. Untersuche den Ort auf dem Foto. Welches gottverdammte Foto? Eine Sekunde, das ist eine Motte. Okay, wir machen wieder weiter. Ich kann Motten einfach nicht ab. So, ein Foto. Hä? Na gut, wir werden ja wahrscheinlich irgendwie den Aufzug nutzen müssen. Ich hätte jetzt vielleicht mal im letzten Part reinschauen sollen. Stimmt, wir waren bei dem Maler. Oh, und haben nochmal gegen diese Frau im Rollstuhl gekämpft. Ich glaube, wir mussten in den Hof, ne? Das Spiel wird uns ja hoffentlich sagen, was das ist. Aber ich glaube, wir mussten in den Hof. Und dafür müssen wir runter. Okay. Aber es ist immerhin schön, dass er jetzt auch mal in der Rugetsu-Anstalt ist und nicht mehr die ganze Zeit in diesem elenden Kack-Krankenhaus. Dass wir jetzt frei uns die ganze Zeit bewegen können, das freut mich. Aber ja, mein Zwischenfazit zum Spiel, jetzt das letzte, keine Ahnung, Drittel oder hast du nicht gesehen? Ja, das letzte Drittel ungefähr. Ich weiß nicht. Es überzeugt mich nicht so stark wie Maiden of Blackwater. Aber ich werde dazu noch... Ich werde noch genauer was drüber sagen. Okay, wie zum Arsch kamen wir raus? Doch über den Keller, oder? Karte. Eingangshalle. Zug. Wir mussten doch raus. Ich erinnere mich, oder? Alter, ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt ewig rumirre, schneide ich euch das zusammen. Vielleicht ist das hier der Weg? Nee, das ist definitiv nicht der Weg. Fotos? Nee. Aufzeichnungen? Notizbuch? Hier habe ich nie reingeguckt. Das ist ja interessant. Anstellt, erster Stock, sind wir zweiter Stock. Was ist hier? Legit ernsthaft, irgendwo muss es doch rausgehen, oder? Ist der Aufzug? Da kommen wir irgendwie nicht rein, läuft bei uns. Da geht's rüber in diese Anstalt. Was? Korridor zum Innenhof. Ah, okay, dann war mein erster Gedanke gar nicht so schlecht, dass wir doch hier lang müssen. Wie war das nochmal mit den Linsen wechseln? So. Das ist die Kameralinse. Das ist unsere Kampflinse. Okay. Ja, gut. Merken. Ich merke, das mit dem Wii Gamepad, das hat mir sowieso am besten gefallen. Das Kämpfen. Und dann kamen wir hier raus, ne? Oder? Ja. Okay. Memory. Hier waren ja auch damals ein paar Sachen, die wir nicht einsammeln konnten, aus Gründen. Ja, und... Ja, okay, wir sind richtig. Ich kann mich an Sachen von vor 12 Wochen erinnern, sehr gut. Oh nein, nicht sie, nicht jetzt.
Das ist der Endboss, sage ich dir. Wo sie sagt sogar selber nicht hin sein. Das sieht nicht so aus, als könnte ich hinkommen. Oh, wir können gegen sie fighten. Geil. Es wäre so cool, wenn uns das permanent Damage machen würde. Okay, wir bekommen den ersten Eindruck davon, wie stark sie ist. Yeah, crap. Okay, aufpassen. Ich muss den Kram ja halten. Das habe ich komplett vergessen. Okay. Item, hier ist ein Item, gut. Ich wusste, das hat doch geleuchtet. Ein... Oha, einmal eine volle Heilung, wir kriegen Heil-Items. Was haben wir denn auch mit ihm? Na, das geht sogar. Also wir können es einmal verrecken lassen. Das ist schön. Ja, okay, was es mit ihr auf sich hat. Meine Vermutung ist, dass sie diese Person ist, ohne, also an dessen Gesicht sich niemand erinnert hat. Diese Haupttänzerin quasi war. Mit der, ja, das eine Girl, was wir auch vor ein paar Kapiteln gespielt haben, was sie da in dem Raum getroffen hat, die auch so absolut isoliert war. Das ist meine Vermutung. Okay, ich kann bei mir mal ein bisschen lauter machen. Aber ja, ich finde das Game bisher nicht so gut wie Maiden of Blackwater, weil, wenn ich sage, dass ich Maiden of Blackwater nicht balanciert fand und relativ monoton und sich Sachen wiederholend, muss ich sagen, finde ich das hier noch schlimmer. Ich merke, dass mir dieses feste Segment so, du hast ein Gebäude, du hast ein Haus, so, keine Ahnung, so die ersten 10, 15 Parts gefallen hat und jetzt ist das so... Nee, Alter. Okay. Oh, wir sind in dem Raum. Geil. Ja, hier ist auch so eine Puppe, das ist mir egal. Und suche ich nicht permanent. Ich weiß, da kann man Outfits und so einen Scheiß anlocken. Hab ich mal nachgeguckt, aber... Na. Wo zum Arsch sind wir? Ach nee, ich dachte, das wäre eine Puppe. Aber irgendwas ist hier. Ach nee, wieder das Loch. Oder was? Dude, ich stehe direkt davor. Wenn du mir sagen würdest, dass hier was drin ist, dann... Oder hier beim Schreibtisch. Nee. Ja, läuft. Sie kommt, oder was? Sollten wir uns verpissen? Was war das? War sie hinter uns? Hatten wir die Wahl? Ach, das hier ist der Gang mit dem Wächter. Das will ich nicht. Weil hier waren ja... Was ist hier? Weil mein Inventar sagt mir, dass ich hier was finde.
Okay, nee, nee. Anscheinend wirklich nicht. Aber wenn das ein wichtiges Story-Item ist, will ich das finden. Ah, jetzt das Ding. Jetzt ist es geschlossen. Gut. Zeig mir, was ich hier finden kann. Ah, da. Ah, das ist mir viel zu laut. Hier lese ich jetzt nichts. Weiter. Bericht des Wachmanns irgendwie. Die Kacktür hat sich geöffnet, was weiß ich. So, das ist ja das, was so Ewigkeiten bewacht wurde. Hier ist auch wieder eine Puppe, wahrscheinlich unter der Treppe oder so. Ich kenne solche Verstecke mittlerweile. Ich sehe es nur nicht. Ah, hin, ist das die Maske? Ich sehe das nur nicht mehr ein. Ach du Scheiße, das war mir eben zu laut, deswegen habe ich es nicht vorgelesen. So. Wir sind natürlich wieder in der Höhle, ganz klar. Oh. Okay, okay, ich dachte, es kommt eine längere Sequenz. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ey, Dude, 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 ich weiß, dass ich hier was anleuchten muss. Aber das Item-Findesystem, das ist absolute Panne. Oder da unten irgendwas? Ja, okay. Dass du halt nicht die Taschenlampe frei bewegen kannst, ist die Hölle. Und, oh, ein Geisterstein, wie gnädig. Wieso hat das jetzt aufgeleuchtet? Ich habe da jetzt nicht mal hingeleuchtet. Okay, Notiz des Wächters. Die Ernte ist bereit, aber der Anführer hat noch nicht die Erlaubnis gegeben. Das Gesicht eines geknospten Toten muss geerntet werden, denn ohne Gesicht können sie nicht erblühen. Das besagt die Tradition. Mag sein, dass sie noch atmet. Solange sie atmet, dürfen wir sie nicht ernten. Aber wer würde behaupten, dass sie noch am Leben ist? Sie atmet kaum noch und ist von einer Kälte umgeben, die einem den Atem gefrieren lässt. Und dazu dieser Gestank. Weihrauch wird nicht helfen. Es wird Zeit, sie zu erlösen. Wir sollten sie wie eine Tote behandeln und ihr Gesicht ernten. Wir haben Anweisungen, sie auf keinen Fall zu berühren oder ihren Namen zu sagen, aber meine Sorge nimmt nur immer mehr zu. Wir müssen ihr Gesicht ernten. Wir müssen ihr Gesicht ernten. Ich weiß nicht, ob ich diesen Drang, etwas zu unternehmen, noch lange unterdrücken kann. Okay. Sie ist einfach nicht gestorben, oder was? Quasi komplett leblos da, aber sie ist nicht gestorben. Kirishima-san. Sayaka-san. Doshite? Sono kamen no kakera o. Ano ko ni watashite kudasai. Jetzt zum Arsch ist sie. Ist das Rukas Mutter? Ich wollte schon sagen, die ist doch tot, Alter. Eieiei. Ist das ein Stück der Maske? Rechtes Auge. Okay. Von der Sayaka gesprochen hat. Wenn ich Ruka das hier gebe, dann kann ich sie retten. Das ist die Maske, die alle verflucht hat. Das ist eine absolute Maske, die Rukas Vater gemacht hat. Ich würde der ihr nicht das Ding geben. Also Heilung, bitte Heilung. Hier ist irgendwas schludrig notiert. Der Mond spiegelt sich wieder. Der Mond, ein tiefer, ruhiger Wald. Hier ist nichts. Ich will dich wiedersehen. Okay. Was habe ich hier für Items, die ich mir noch ansehen kann? Da. Okay. Okay,
ich muss kurz weg. Wir sind wieder da. Gut, wir finden uns übrigens, ich habe das letzte Mal gesehen, Karte. Wie habe ich die eben geöffnet? Im Hof der Verhassten. Läuft. Ich schätze mal, das ist so ein Ort, in den wir nie wieder zurückkehren müssen. Ja, aber gut, jetzt haben wir einen Teil dieser verfluchten Maske. Hier ist irgendwo die Puppe, aber das juckt mich nicht. Ich wette, es wäre noch nicht mal möglich, alle jetzt wiederzufinden oder so. Oh, Kacke. Renn. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Sobald du da durch bist, bist du frei. Und ich dachte, okay, das Gute ist, dass sie immer verschwindet, sobald wir einen Raum verlassen. Deswegen konnte ich da vorhin nicht durch. Okay, warte. Gib Ruka Minazuki das Maskenfragment da, wo er sie beim letzten Mal gefunden hat. Okay, das heißt unten in der Höhle. Das heißt, wir müssen jetzt ganz runter? Ich mache erst die Karte auf. Ich will das erst wissen, ehe ich dahin gehe. Gut, ja, ich wollte schon sagen, das ist in der Haibara-Klinik gewesen. Das war nicht hier. Sprich, wir gehen durch den Verbindungsgang, nehmen dann da den, da in der Haibara-Klinik den Fahrstuhl nach unten und dann müssen wir in die Höhle. Boah, stimmt, der Sohn vom Direktor, der hat ja auch irgendeine Story hier. Wenn wir dem nicht als Geister begegnen, ne? Oder als Geist begegne, dann wird's. Also dann bin ich echt traurig. Wer? Oh, aggressiv. Nice. Wer blüht? Oh, Kacke. Warte. Nice. Oh, okay. Da. Wo ist die zweite? Ich fürchte mich nur vor mehr Blühen. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. Ich weiß übrigens gar nicht, wie ich jetzt den Splasher machen soll. Ich habe keine Ahnung. War's das? Nein. Natürlich nicht. Na komm, komm her. Alter, wie viel hält die aus?
Koshiro, deine Taschenlampe. Wir müssen kurz flüchten. Oh! Ja, warte. Fick mein Leben, Alter. Das heißt, wenn der mal Kettenangriff ausgeführt werden kann. Ja, irgendwie habe ich vergessen, wie ich die einsetze. Ja, Objektive jucken nicht. Da werden erhöht. Ja, wir bleiben mal dabei. Gut, sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg, 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 weg. Weil ich habe gedrückt, hier meinen Taschenlampe, aber irgendwie keine Taste aktiviert irgendwas. Also ich kann irgendwie nichts damit machen. Weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde das Kämpfen mit seiner Geistertaschenlampe sowieso so ultra nervig. Okay, wir sind jetzt drüben. Wir müssen runter, Fahrstuhl, fertig. Ah. Sicher, Alter, sicher. Ja, sehr gut, ich komme ja schon. Ich habe ja schon kein Leben. Danach speichern wir übrigens. Schwester, war das der Yohai-Bar, der Sohn? Und mir wurde eben noch gezeigt, dass hier ein Item ist. Oder auch nicht, wahrscheinlich war es das Telefon. War das seine Schwester? Dieses Girl, was wir die ganze Zeit sehen? Never, oder? Never. Okay, Fahrstuhl. Ich weiß, wir könnten auch diesen ewig langen Gang jetzt dann nehmen, zurück über die Krankenräume, oder hast du nicht gesehen? Aber das machen wir mal nicht. Das ist doch hier, oder? Warte. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal. Ich habe keine Ahnung. Ich war hier seit einer gewissen Zeit nicht mehr. Ich schätze mal, dass es hier richtig ist, dass es hier lang geht. Das war nur ein Krankenzimmer. Daran erinnere ich mich. Da ist nichts drin. Das war... ja, nur ein Krankenzimmer. Hier war doch dieses Rätsel, was mich wie zum Teufel abgenervt hat in diesem halbrunden Raum. Oh, was ich so ultra zum Kotzen fand. Und danach haben wir das, danach waren wir das erste Mal in dieser Höhle. Gut. Hä? Wo zum Arsch laufe ich hin? Ursprungskanal, Haibara-Klinik,
Zweites Kellergeschoss. Wie zum Fick komme ich da hin? Durchs Laboratorium? Aufzug. Ach, oder gab es da extra einen Weg dahin? War das dieser eine Knopf, der nicht beschrieben war? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier absoluten Orientierungssinn verloren. Ich dachte so, ja, mittlerweile kenne ich mich gut aus. Nee, absolut nicht. Ich habe gemerkt, nee, das passiert mir überhaupt nicht. Das mit dem Innenhof, mit dem Innenhof vorhin war auch nur Glück. Also, so langsam ist es. Das ist für mich jetzt auch das Projekt, wo ich langsam sage, es könnte auch mal enden. Es ist so, ja, nicht mehr so wirklich meins. Ich kann auf jeden Fall sagen, Nachfolger eher spielen. Das hat sich in Gang gesetzt. Ach, das ist die Etage. Okay. Hier ist auch wieder eine Puppe gewesen. Okay. Du Sohn, du Alter. Okay, erstmal um die Kleinen kümmern. Ja, möglichst beide zusammen. Ich wusste, es waren drei. Okay, zwei. Ach ja, warte. Die Taschenlampe muss ich erst aufladen. So, jetzt bist du dran. Okay, das ist irgendein Priester, irgendein Mönch. Zack. Danach muss ich dafür die Fotofunktion ausrüsten. Oh fuck. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich mein Special einsetze. Na komm. Hau ab. Wir müssen halt jetzt mal warten, bis sich die Scheißtaschenlampe auffüllt. Na, wo bist du? Na, ging. Alter, wie viel hält er aus?
Okay, wir laufen, wir laufen, wir tänzeln, wir tänzeln, wir warten. Zack. Oh, das war schön. Das war schön stark. Gefickt, Alter. Weg. Wie unspektakulär. Okasan ni tanomarete kita. Mou hashinda. Kore wo. Haibara! Okay. Er hat den Fahrstuhl genommen. Scheiße. Er wartet an uns, an jenem Ort. Wir gehen mal kurz zurück. Das war ja eine Erinnerung an damals. Liegt hier jetzt irgendwas? Nein. Wahrscheinlich kann er auch nicht in diesen Ursprungskanal rein. Ach ja, ja, ja. Kushiro, Alter. Mein Boy hier, der versucht's ja immerhin. Okay, Fahrstuhl macht automatisch. Auf der Flucht vor Kushiro. Okay. Wahrscheinlich könnten wir jetzt noch runter speichern. Das wird ein extra langer Part, meine Freunde. Ich kann das Suchen hier rausschneiden, obwohl es ja auch nicht so lange war. Oh nein. Wie ich dieses Gebiet gehasst habe. Wir waren einmal hier und es hat mir gereicht. Wir sind doch jetzt auf dem Dach, ne? Legt er sich dort um? Ist nur so eine Frage. Obwohl, wisst ihr, auf Gefahr, dass das wahrscheinlich so derselbe Raum ist, so mit denselben Gegnern, fühle ich nicht. Und nur wegen ein paar Items das jetzt zu riskieren, fühle ich auch nicht. Nairo, okay. Alles ist aus. Ich schätze mal, dass wir gegen ihn keinen Bosskampf kriegen, weil er scheint mir nicht so ein Kämpfer halt zu sein, auch als Geist nicht. Der rennt halt eher weg und so. Oh. Auf dem Weg zum Dach. Ja, obwohl der Speicherpunkt wird nicht ohne Grund hier sein. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Oder wie lange? 39. Hatte ich doch das letzte Mal gespeichert. Wir sind noch gar nicht so lange dabei. Wir sind vielleicht. Ich schau mal kurz auf unsere Aufnahme, eine Sekunde. Okay, wir sind doch bei stabilen 33 Minuten. Das hatte ich nicht erwartet. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Project Zero. Bis dahin. Ciao.